Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Christian Grube. Ich habe dieses kleine, feine Buch geschrieben über meine Jugend in Mahl, Kindheit und Jugend in Mahl in den 60er und 70er Jahren. Bin in der Köttelbecke Fließ, Garage Kirmes. Warum habe ich das geschrieben? Weil ich es kann. Und was eine sehr schöne Kindheit war und Mahl nicht so häufig in den allgemeinen Reviernachrichten auftaucht und ich dort eine sehr glückliche Kindheit verbracht habe. Man kann sagen, es ist praktisch Mittelteil, Mittelbuch einer Trilogie. Die ganze Sache begann mit dem Buch über meinen Vater, vor 2 Jahren erschienen, im Verlag Edition Pommer. Rundreise in die Vergangenheit, seine persönliche Geschichte über die Kindheit in Pommern, über Flucht und Vertreibung, über Schleswig-Holstein-Neubeginn im Ruhrgebiet, das Kennenlernen meiner Mutter, zweite Heimat Mahl. Irgendwann kam ich ja dann ins Spiel. Darauf basierend dann eben diese Geschichte der Kindheit und der Jugend in Mahl. Der dritte Teil wird sich wahrscheinlich um andere Sachen drehen, betitelt mit wilde Zeiten, wilde Jahre, kann man sich denken. Ich fange jetzt mal an, aus dem Buch vorzulesen. Ich habe einige Passagen rausgesucht und es geht jetzt los. Sonntag. Sonntags speiste man im Wohnzimmer. Manchmal wurden die Großeltern eingeladen, manchmal blieb man auch unter sich. Es gab Braten mit Rindfleisch oder Hühnersuppe als Vorspeise, dazu eine weiße Tischdecke und Weingläser, sogenannte Römer, dann eine Sauciere und das gute Besteck. Das Schlimmste war aber, man musste sich seine Sonntagssachen anziehen. Im Sommer, aber auch schon im Frühjahr, eine kurze Hose und lange Strümpfe, hochgezogen bis unter die Knie. Gott sah das scheiße aus. Ein Hemd, das kratzte, und diese kurze Lederhose, die immer nur gelüftet wurde. Sonntags wurde auch schon mal gebetet, aber nur als Kulisse für die Großeltern. Nach dem Essen durfte ich dann mit einem oder zwei Nachbarjungen auf dem Zimmer spielen. Mit der Carrera-Bahn oder auf der anderen Straßenseite beim Kumpel Klaus mit der Fallerbahn. In jüngeren Jahren bauten wir aus Decken, Hockern und Stühlen hinter einem Vorhang eigene Höhlen. Aber wir wollten alle raus und hatten diese Sonntagsklamotten an. Irgendwann spielten wir also Fußball und es gab Ärger. Hermann-Löns-Straße. Auf der Straße gab es noch nicht so viele Autos. Man konnte somit ganz gut Federball spielen. Dafür wurde das Spielfeld mit Kreide markiert und dann ging es los mit Turnieren. Oder man spielte Treiben. Hier musste man versuchen, seinen Kontrahenten bis zum Ende der Straße zu jagen. Von dort, wo mein Federball landete, durfte er versuchen, seinerseits wieder Meter gut zu machen. Auf dem Buschweg wiederum spielte man Verstecken, auf der Straße Völkerball oder auf dem Bordstein sitzend Quartett. Autos, Schiffe, Flugzeuge, Züge, Rennwagen. 12 Zylinder, 240 Stuckis, Stich. Es gab natürlich auch beispielsweise beim Autoquartett absolute Luschen, was die Leistung betraf. Was weiß ich, Fiat 500. Da musste man sich neue Kategorien einfallen lassen, um mit dieser miesen Karte etwas zu reißen. 3 Personen im Auto zu sehen, also 3 Männekes. Oder wie wir sagten, 3 Öllekes zu sehen, Stich. Wir schnibbelten auch oft direkt am Bordstein. Da gab es Sammelalben mit Bildern zum Einkleben. Tiere unserer Heimat, das ich vom großen Cousin bekam, war langweilig. Besonders gut erinnere ich mich an ein Autosammelalbum, bei dem man die Tütchen mit den begehrten Bildern gleich ein Haus weiter auf unserer Straße beim Getränkeverkauf bekam. Das war kein Kiosk, eher kleiner. Dort gab es Bonbons aus großen Glasbehältern, Mausespeck, Zigaretten, Bier, Sprudelwasser ohne oder als Zitrone oder Orangenlimonade. Wir waren alle darauf erpicht, dieses Autosammelalbum voll zu bekommen. Je mehr Bilder du hattest, desto besser war es zu tauschen. Am Ende fehlten mir 3 verdammte Bilder. Ein russischer Zill, ein Auto der Zukunft und irgendein Raketenauto, das auf einem Salzsee einen Geschwindigkeitsrekord gefahren hatte. Dafür hatte ich mein UFO-Album voll, das zur Fernsehserie. Frauen mit lila Haaren, ultra kurzen Röcken und Commander Ed Straka. Ich glaube, Invasion von der Vega auch.
Dann gab es an den Tankstellen wie bei Shell zunächst Münzen zum Sammeln und dann DIN A4 Autobilder mit klassischen Modellen. Mein Vater störte es, dass ich diese Bilder mit Heftzwecken anbringen wollte und bastelte schnell für alle 12 Bilder aus Leisten kleine Rahmen, sehr beeindruckend. Oder auch die Autobilder von Aral. Ein Horch von 1937, sowas vergisst man sein Leben lang nicht. Die Silberschule. Vor der Realschule musste die Grundschule durchlaufen werden. Ich kam von der Silbertschule, eine katholische Grundschule. Im gleichen Gebäude, allerdings auf dem anderen Schulhof, waren die Protestanten der Comenius-Schule untergebracht. Eigentlich war es der gleiche Schulhof, aber es gab eine imaginäre Mauer. Meine Einschulung war 1967. Inmitten der Phase der Prügelstrafe, unser Rektor, mit einer Beinprothese versehen, schlug ordentlich zu. Ich war von meinen Eltern eher modern erzogen worden, also gänzlich ohne körperliche Züchtigung. Warum hört er denn nicht? Den habt ihr jetzt so modern erzogen, oder was? Nicht bei uns. Sput unser nicht, zack, 5 Finger im Gesicht, hieß es in der Kurseinschätzung der Nachbarin. Bei mir lag es wohl eher daran, dass mein Vater ziemlich oft von seinem Vater verprügelt worden war. Nun denn, Jungs bekamen es mit dem Rohrstock, kam den Hintern versohlt, bei Mädchen schlug man auf die nach vorne gestreckten Finger. Es gab Lehrer mit einem Zeigestock, der ausziehbar war wie eine Antenne. Damit hauten sie uns auf die Finger, quasi aus dem Nichts. Hörst du wohl auf zu quatschen? Dann gab es die Schlüsselbundwerfer und eine Lehrerin, die ihre Wutausbrüche später zwar bitter bereute, was die Schmerzen allerdings nicht ansatzweise linderte. Eine recht korpulente Dame war das, die sich regelrecht in einen Rausch schlug. Ich hab dir 1000-mal gesagt, aua, aua, dass du, aua, mich nicht, aua, anlügen sollst. So in der Art. Wir hatten ein Mädchen bei uns in der Klasse, die bekam schnell den Spitznamen Lügenlieschen. Sie hatte ein beachtliches Talent, unglaubliche Geschichten zu erfinden, warum das Heft zum Beispiel zum wiederholten Male nicht mit den Hausaufgaben auf dem Tisch lag. Und ein anderer hatte wiederum große Schwierigkeiten mit dem Lesen. Oder eher große Schwierigkeiten damit, die Motivation aufzubringen, das Lesen zu erlernen. Natürlich kamen beim Vorlesen immer die gleichen Spezialkandidaten dran. Walter, liest du doch mal vor. Hier aus dem Heimatkundebuch, Seite 51, das über Nordrhein-Westfalen. Und Walter begann. Aber Walter hatte nicht geübt. Und so half ihm der Lehrer und bewegte sich laut hörbar mit seinem Holzbein von Richtung Pult Richtung Walter, natürlich mit dem Rohrstock in der Hand. Das Land Nordrhein-Westfalen setzt sich zusammen aus Rheinland und Westfalen, Walter wiederholte. Und weil ich so faul und dumm bin, auch das wiederholte Walter, werde ich es in diesem Land nicht weit bringen und kann später allerhöchstens einen Ascheimer ausleeren. Walter wiederholte das ungefähr bis zur Mitte, dann spürte er den Rohrstock. Aber nach der Schule dachte er niemals daran, sich um die Hausaufgaben zu kümmern. Die Becke, der Bahndamm und der Buschweg warteten. Zu Hause wurde bei Walter auch geprügelt, da gab es also keinen großen Unterschied. Walter war übrigens nicht bei den Ascheimer-Männern gelandet, sondern auf dem Chemiewerk als Bote. Mein Problem in der Grundschule: ich war bzw. bin wie meine Mutter Linkshänder. Meine Mutter wurde jedoch umfunktioniert. Einige aus der mütterlichen Verwandtschaft auch. Doch Ende der 60er Jahre hieß es dann, dass es vielleicht pädagogisch nicht so toll war, mich zu zwingen, den Pelikanfüller in die rechte Hand zu nehmen. Es gab dazu eine Studie aus England, die hatte mein Vater auf dem ersten Programm gesehen. Stottern, ins Bett nässen, alles war möglich. Meine Mutter pflichtete ihm aus eigener leidvoller Erfahrung bei. Ich sollte auf jeden Fall sofort zu Hause Alarm geben, wenn mich jemand von den Lehrern zwingen sollte und mir meine Linkshändigkeit abgewöhnen wollte. Und was soll ich sagen, unter all den jungen Pädagogen gab es da noch einen alten Knacker, der mit dem Heinrich-Himmler-Schnitt, wie mein Vater nach dem Elternsprechtag so beiläufig bemerkte. Er versuchte es. Du, was ist mit dir? Urplötzlich stand dieser streng gescheitelte Lehrer vor mir. Und viel später sah ich ein Bild von Heinrich Himmler und mein Vater hatte recht. Dann nehmen wir doch mal den Stift in die richtige Hand, nicht in das böse Händchen. Ich
würde schließlich alles mit meiner Hand verschmieren und das könnte man dann nicht unter dem Aspekt Führung des Heftes gut bewerten. Außerdem sehe das behindert aus, wie bei den Kindern von Aktion Sorgenkind. Natürlich habe ich das sofort erzählt. Mein Vater hatte Mittagsschicht, so konnte er am nächsten Tag direkt mit zur Schule kommen. Ich musste draußen warten. Drin wurde es laut und fortan durfte ich mit der linken Hand schreiben. Einmal noch wollte man mir vorschreiben, dass ich den Stift zwischen Mittel- und Zeigefinger legen sollte, anstatt zwischen Zeigefinger und Daumen. Das würde dann eleganter ausschauen und nicht ganz so, da war es wieder das Wort, behindert. Musik. Musik hatte immer eine sehr große Bedeutung in unserer Kindheit und in der Jugend sowieso. Aber schon Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er. Es war das zentrale Thema. Zunächst bekam ich ein Transistorradio, so groß wie ein Handy. UKW und Mittelwelle, lange Antenne. Zuerst hörte man damit die Hitparade auf Mittelwelle bei Radio Luxemburg. Damals schon auf Deutsch. Ich glaube, es war die Bravo-Hitparade. Beschissener Empfang. Ewig musste man mit dem Radio, der ausgezogenen Antenne, durch das Zimmer oder über den Hof gehen. Oder man schnürte und klebte das Transistorradio vorne an den Fahrradlenker und machte einen auf dicke Hose. Dann entdeckten wir Diskothek im WDR. Jeder von uns wünschte sich zu Weihnachten oder zum Geburtstag einen Kassettenrekorder. Dazu ein Mikrofon für Aufnahmen aus dem Fernsehgerät und ein zunächst dreipoliges und später ein fünfpoliges Überspielkabel für das Radio. Ich hatte ein altes Röhrengerät aus den 50er Jahren von Grätz und einen Kassettenrekorder von Saba. Das Radio hatte einen ziemlich geilen Klang. Dauerte zwar ein wenig, bevor es anlief, aber dann. Das zweite Programm präsentiert, was die Popfans interessiert. Musik für den Sofortverzehr, Diskothek im WDR. Die neuesten Hits aus aller Welt, aufgelegt und vorgestellt von Mal Sundog. Mal, was ist heute für uns dabei? Jede Menge war dabei. Ich glaube, 71, 70 hat es mich gepackt. Später kam noch die Schlagerrallye mit Wolfgang Neumann dazu, Rock-In, Schwingungen mit Winfried Trenkler, dann auf BFBS Alan Banks Night Flight. Unglaublich, welchen Stellenwert das Radio früher hatte. Doch zurück zu Mal. Der laberte immer in die Aufnahmen rein. Entweder gleich zu Beginn oder schon vor dem Ausblenden des Titels. Was haben wir uns aufgeregt? Aber wir mussten diese Songs haben. Und es gab diese Jury. Hit oder Niete, Klingel oder Rosthupe. Das Jahr 1971 bestand nur aus Musik und immer wenn ich diese Songs heute höre, sehe ich mich mit meinem Freund Klaus aus Kindestagen, wie wir zu Baby Come Back von den Equals die Musiker mimen. Klaus mit Kochlöffel in der Hand als Schlagzeuger, ich mit einem Teppichklopfer als Gitarrist. Da haben die Eltern aber blöd aus der Wäsche geschaut, wenn sie unser Duo sahen. Denen war das peinlicher als uns. Auf meiner ersten Kassette, Scotch C60 ist drauf. It Don't Come Easy, Ringo Starr, Long Cool Woman in a Black Dress, The Hollies, School's Out, Alice Cooper, Sacramento, Middle of the Road, Telegram Sam, T-Rex, Rock'n'Roll, Led Zeppelin, Hey Tonight, Creedence Clearwater Revival, He's Gonna Step on You Again, John Congos, Lady in Black, Uriah Heep, Funny Funny, The Sweet und damals schon als Oldies, auch bei Mal Sundog, You Really Got Me von den Kings und Good Vibration von den Beach Boys. Und viele Sprachfetzen von Mal Sundog. Natürlich, der wirklich immer reinlaberte, obwohl er genau wusste, wie viele Jugendliche da draußen seine Sendung hörten und die Hits aufnahmen. Mistkerl. Quatsch, Mal Sundog war unser Held. Ilja Richter weniger, aber genauso wichtig. In seiner Disco, im ZDF, konnte man vor allen Dingen Stars sehen. Wow. Eine absolut bunte Mischung von T-Rex über Bernd Klüver und Status Quo bis hin zu Marianne Rosenberg. Mit dem Kassettenrekorder ging es hin zum TV-Gerät. Man stellte das Mikrofon auf On, alle mussten die Klappe halten im Wohnzimmer. Das Mikrofon hielt man direkt an den Lautsprecher des Fernsehers und man drückte Aufnahme und Wiedergabe zeitgleich. Die Pause wurde rausgenommen. Gestern noch zu TV-Aufnahmen bei Top of the Pops and Swing in London. Heute hier in der Disco The Sweet. Mein Vater schüttelte den Kopf. Was sind das für Tucken? Die sind ja geschminkt. Und was die für Buchsen dann haben? Da sieht man ja die Klöten und den Prügel abgemalt. Naja. Aber wir verteidigten sie alle. Susi Quattro mit ihrem hautengen Leder-Overall
gefiel ihm da schon besser. Manche Tänzerinnen oder Disco-Gäste in knappen Hotpants und ohne Büstenhalter unter dem T-Shirt. Hallo Freunde, hallo Ilja. Beim Friseur, aber bei den Frauen. Rundschnitt wie immer? Nein, wie David Bowie oder Gary Glitter. Dann geh mal zu den Frauen. Der Mann war ja völlig überfordert. In der Damenabteilung mit den 4 Aschenbechern setzte ich mich auf die hintere Wartebank und nahm mir eine Illustrierte. Ob ich auf meine Mutter warten würde? Nö, wartete ich nicht. Der Herr Fechtelkötter hätte mich geschickt, weil ich eine Frisur haben wollte, die er weder kannte noch konnte. Clever wie ich war, hatte ich ein Bild von David Bowie aus der Braue ausgeschnitten und mitgebracht. Eigentlich ein ganzer Artikel über die Tournee Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Auf jeden Fall war der Haarschnitt von David Bowie deutlich erkennbar. Es gab noch ein zweites Bild von dieser Tournee, bei dem David Bowie vor dem stehenden Gitarristen Mick Ronson kniete und genau in Penishöhe an dessen Gitarre leckte. Das irritierte doch ein wenig die Friseuse, aber sie war jung, experimentierfreudig und bekam das ganz gut hin mit dem David Bowie-Schnitt. Außerdem berührte sie mit ihren Brüsten dann und wann meine Schultern. Unbezahlbar solche Momente. Mein Vater hielt sich ob des neuen Styles seines Sohnes zurück und auf der Straße tauchten jetzt mehr und mehr Jungs auf, die sich von dem Rundschnitt oder dem Fasson verabschiedeten. Anfang der 70er Jahre hingen bei mir im Zimmer zur Saison 70-71 alle Bundesligamannschaften als Gruppenbild mit Trainer aus dem Kicker. Dann natürlich ein Bild von Vogts, Netzer und Heinkes als blutjunge Fohlen. Dann gab es diese Aral-Autobilder, vom Vater gerahmt, dann ein Poster von Susie Quattro und Sally Carr von Middle of the Road in Hotpants. T-Rex, The Sweet, The Beatles, später dann Brigitte Bardot aus der kurzlebigen Bravo-Poster dazu. Brigitte mit ungefähr 40, in knappen Jeans-Hotpants, irgendwo unter Bäumen oder Büschen, die Brüste von ihren Armen und Händen bedeckt. Offenes, langes, blondes Haar und der berühmte Schmollmund. Auch solche Bilder vergisst man nicht. Dazu ein Poster von The Who. Townsend springt mit angezogenen Beinen, Daltrey schleudert das Mikrofon dahinter, Moon mit seinem gigantischen Schlagzeug und Entwistle in der linken Posterecke. Mein erster Bravo-Starschnitt war entweder Susie Quattro oder Marc Spitz in seiner Ami-Badehose mit seinen 7 Goldmedaillen aus München und einem Schnäuzer wie Tom Selleck. Susie war natürlich wesentlich reizvoller und wie immer im Leder-Overall mit dem Reißverschluss geöffnet bis zum Brustansatz und einem vielsagenden Blick. Da wartete man Woche für Woche drauf. Silvester. Ein großes Ereignis. Man feierte zu Hause mit Onkel und Tante und Nichte und Neffe von nebenan. Später sollten noch einige Nachbarn dazustoßen oder man besuchte sich nach Mitternacht, indem man nach der Ballerei mal kurz auf die andere Straßenseite ging. Mein Vater setzte am Vortag die Bowle an. Kellergeister, Schaumwein, eine halbe Flasche weißen Rum sowie Erdbeeren und andere gemischte Früchte aus der Dose. Der Bowletopf war versehen mit Motiven verschiedener Burgen an Rhein und Mosel. Und auf dem Deckel gab es die Nachahmung der Stolzenberg-Ruine. Dazu gab es echt hässliche Pötte und eine Plastikkelle, die für Linkshänder völlig ungeeignet war. Wenn man eingießen wollte, ging das praktisch nach vorne raus. Beim Ansetzen wurde natürlich schon probiert, am 30. Dezember nachmittags. Der Onkel kam rüber und da mussten noch Flaschen besorgt werden und nachgegossen. Manchmal wurde im Herbst auch ein leckerer Rumtopf angesetzt, dazu einige Flaschen aufgesetzt. Es war auf jeden Fall immer lustig am Tisch. Auf dem Speiseplan natürlich Kartoffelsalat, Bockwürstchen, dazu Düsseldorfer Löwensenf. Weniger Gurken und mehr gewürfelte Fleischwurst. So sollte der Kartoffelsalat sein, auf Wunsch der Kinder. Zur Feier des Tages dann Bluna oder Afrikola. Der ältere Cousin durfte auch schon mal Bowle. Meine Cousine und ich einen Eierflip, Bluna und Fanta mit einem Schuss Eierlikör von Verporten und darüber Kaffeepulver oder Kakao für uns. Gegen 18 Uhr wurde der Teppich an die Seite gerollt. Jeder brachte einige Schallplatten mit, denn wir, Familie Gruber, hatten uns eine Kompakt-Stereoanlage angeschafft. Die Lautsprecherboxen waren in extra dafür vorgesehene Fächer im riesigen Wandschrank altdeutsch versteckt worden. Mein Vater baute noch eine Art Kabelkanal von der Schrankwand zur Stereoanlage, weil es ihn einfach störte, dass da die Kabel
von der hinteren Wand unten am Fenster entlang zur Anlage führen. Da stand zwar eine Zweiercouch vor und man konnte nicht sehen, aber allein der Gedanke, dass dahinter so einfach Kabel gelegt worden war, störte ihn. Da hätte ja der Schwager eine dumme Bemerkung machen können. Alles Erfahrungswerte. Wie sieht denn deine Hecke aus? Bisschen kurz. Was? Verdammt nah bis aufs Holz geschnitten. Schlechten Tag gehabt oder brauchst du jetzt eine Brille? So in der Art. Auch wenn beide Männer fast alles selber machten und konnten, versuchte man dennoch hier und da einen Schwachpunkt, eine Unaufmerksamkeit oder eine Nachlässigkeit zu entdecken, um sie dann vermeintlich locker und suffisant, aber mit der vollen Absicht der Kränkung, Bloßstellung und Beleidigung wie Pfeilspitzen zu setzen. Paradebeispiel Tapezieren. Kurt und Kurt besuchten sich nach dem Tapezieren gerne gegenseitig in den jeweiligen Räumlichkeiten. Und es war ein Hochgenuss der versteckten Kritik. War wohl schwer zu kleben, was? Ja, das muss man lange richtig einseifen. Hast du um die Steckdose herum nicht richtig aufgeschnitten, was? Nur draufgesetzt, auf Muster geklebt. Da oben läuft sie ein bisschen aus der Spur. Ist ja nicht so leicht, im Fensterrahmen innen zu tapezieren. Kann ich dir das nächste Mal zeigen, wie man das macht. Könnte jetzt viele Beispiele nennen. Aber letztendlich konnten beide, Kurt und Kurt, sehr gut und sauber tapezieren. Wurde in der Küche tapeziert, musste meine Mutter all das Geschirr und Besteck spülen. War ja eine gute Gelegenheit. Die Hängeschränke kamen von der Wand. Anschließend wurde diskutiert, was dringend mal erneuert werden sollte. Wurde man sich trotzdem nicht einig, bestellte meine Mutter es dennoch, entsorgte heimlich das Geschirr. Zurück zur Silvesterparty. Dinner for One oder Silvesterpunsch hatte noch keine Tradition. So kamen manchmal die Großeltern von der Amselstraße rüber und es gab zusätzlich Erdbeerwein oder einer von der Insel Samos. Und natürlich Wacholder für den Opa. Kurt und Kurt tranken gerne einen mit. Wenig Bier, viel Bowle, immer Schnaps, manchmal Rumtopf. Die Stereoanlage war von Grundig, eine 3010 mit Dualplattenspieler. Radio, Platte, Kassetten. James Last Nonstop Party, noch mehr James Last, Max Greger und Fips Asmussen erzählt Witze. Auf Kassette Knaller aus den 50er und 60er Jahren. Freddy Lolita, Fred Bertelsmann, Rudi Schurike, Dalida. Für den Onkel auch mal Märsche. Dann Witze ab 18, nachdem wir, Cousin und Cousine und ich ins Bett mussten. Aber der Abend war noch jung. Mir war schon ganz schlecht von Bockwürstchen, Kartoffelsalat, Gurken, Chips, Nüssen, Flips und Fischlis. Trotzdem noch schnell einen Schluck vom Eierflip. Das machte lustig. Kurz vor 12 bereitete man sich auf der schmalen Anliegerstraße darauf vor, diese in einen Kriegsschauplatz zu verwandeln. Es wurde aufgerüstet. Raketen, Chinaböller, Dreson und unzählige Matten von Zieselmännchen. Die Männer befasserten sich mit Fluppe oder Zigarre im Mund. Und leere Weinflaschen wurden so platziert, dass man eine freie Bahn für die Raketen gen Orbit hatte. Die Straße war voller Menschen, alle angetrunken und bereit für das Feuerwerk. 4, 3, 2, 1, Kravum. Frohes Neues, es wurde geballert, was das Zeug hielt. Die ganzen Bekloppten versuchten, als eine Art Mutprobe, den China-Böller so lange in der Hand zu halten, bis die Lunte fast ganz runtergebrannt war und schmissen ihn in letzter Sekunde in die Luft. Umarmung, weitere Trinkerei, es knallte und zischte, mal bemerkten man einige Rohrkrepierer und meine Cousine und ich durften nicht raus. Verdammter Mist, wir mussten auf der Eckbank knien, das ganze Spektakel vom geschlossenen Fenster aus beobachten. Das machte uns sehr wütend. Und wir wollten Rache. Na wartet. Mama, Papa, Onkel, Tante und der blöde ältere Cousin, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Der erste Blick weg vom Fenster fiel auf den Rumtopf, der mitten auf dem Tisch stand. Noch ein zweiter Sicherheitsblick aus dem Fenster. Alle genannten Feiernden waren weit genug weg, standen beim Nachbarn oder brachten die Raketen in Position. Oder die Frauen hatten in der Wohnung gegenüber Schutz gesucht. Unsere Chance war gekommen. Meine Cousine Gabi, eigentlich Gabriele, aber den Namen konnte sie auf den Tod nicht leiden, gab mir erstmal eine Kelle voller Früchte, schön vollgesogen mit Rum. Ich stand unter Zeitdruck. Das spürte ich, als versuchte ich so schnell wie möglich viele Obstteile in den Mund zu bekommen. Die Cousine trank gleich aus der Kelle. Ha, Aufsichtspflicht vernachlässigt,
Das kann böse enden. Ich bekam auch noch zwei Kellen ab. Dann schaute jemand ins Fenster und es gab Ärger. Wie könnt ihr so unvernünftig sein? Das ist hochprozentig. Mein Gott im Himmel. Wir haben uns an den Kindern versündigt. Man konnte euch aber auch nicht eine Sekunde aus den Augen lassen. Die Cousine bekam, da 4 Jahre älter, wesentlich mehr ab als ich. Wieso sie denn nicht auf mich aufgepasst hätte? Er hat sich alles alleine genommen, fiel sie mir in den Rücken. Ich hätte aber auch versucht, mein Fell zu retten. Was nun? Meine Mutter meinte, wir sollten ihm den Finger in den Hals stecken, damit der Rumtopf wieder rauskäme. Allerdings schlief ich da schon, wie mir später berichtet wurde. Gabi hatte erzählt, dass ich einige Früchte zu mir genommen hätte und sonst nichts. Sie verschwieg die 2 Kellen und am nächsten Morgen hatte ich auch keinerlei Nachrichten. Später wurde dann schwer im Wohnzimmer geschwurft. Nachbarn kamen und gingen, einer griff der anderen an den prallen Hintern und es gefiel den Leuten überhaupt nicht, was sich jetzt abspielte. Direkt vor der Haustür gab es eine kleine Rangelei wegen dieser Geschichte. Wir standen oben und beobachteten alles aus sicherer Entfernung. Die waren zu blau, um sie richtig zu prügeln. Die konnten sich ja nicht mehr auf den Beinen halten. Eigentlich eher ein alberner Kampf. Der hat meiner Ollen nicht an den Arsch zu packen. Scheint ihr aber zu gefallen. Klar, dass da zunächst unkontrolliert die Fäuste flogen, das Ganze aber zu einem viertklassigen Ringkampf verkam. Dann war Ende. Hände schütteln, Klärung mit der Frau am nächsten Tag, während des Ausnüchterns und 2 Pintchen 10,40 klargemacht. Packt, schlägt sich, packt, verträgt sich. Am nächsten Tag wurde wieder groß aufgefahren. Es gab die lebensnotwendige Rindfleischsuppe vor der Hauptspeise, doch man hielt sich größtenteils im Bett oder auf der Couch auf. Quasi so ein Jogginghosentag zum Abhängen ohne Jogginghose. Der Rumtopf schmeckte gut und ich naschte dann später auch mal ein wenig davon. Füllte ihn mit Wasser auf und wurde dennoch erwischt, weil mein Vater nicht blöd war. Und um es mit dem großartigen James Last und seinem Orchester zu sagen, Nonstop Party.